Weißt du eigentlich, in welcher Zeitlinie du bist? Und weißt du eigentlich, dass es ganz schnell geht, dass du in der falschen Zeitlinie landest? Wie kannst du das erkennen? Was kannst du tun, um wirklich in der richtigen Zeitlinie zu sein? Wir reden heute von der Zeitlinie der fünften Dimension, denn das ist doch das Ziel der Lichtarbeiter, der Menschheit, in die göttliche Ordnung zu kommen. Und es gibt gewisse Dinge, die du einfach beachten solltest oder wissen solltest, damit du in der richtigen Zeitlinie landest. Gut, dass du heute hier bist, denn ich habe sehr wichtige Informationen für dich. Also heute geht es um die Zeitlinien und darum, ob du in der richtigen Zeitlinie bist oder ob du nur meinst, darin zu sein. Dein aktuelles Leben ist lediglich eine Möglichkeit von zahlreichen potenziellen Realitäten. Du navigierst durch die Strömungen verschiedener Zeitlinien mit Hilfe deines Fokus und deiner Absicht und vollständigen Hingabe. Und dein Fokus ist das Wichtigste dabei. Jetzt werde ich dir Punkte erzählen, die dich vielleicht zum Staunen bringen oder über die du noch gar niemals nachgedacht hast. Es kommt nämlich auf deine Aufmerksamkeit darauf an. Es kommt darauf an, auf was du sie richtest. Wenn du zum Beispiel oft sagst, das möchte ich nicht erleben, das möchte ich nicht, so soll es nicht sein, dieses Nicht, dieses Negative, diese Ausrichtung auf das, was du nicht möchtest, hält dich in der alten Zeitlinie fest. Sobald du so einen Satz denkst oder so einen Gedanken hast, und du vielleicht schon in der neuen Zeitlinie bist, wirst du rausgeworfen und kommst wieder in die alte Struktur zurück. Also jeder Gedanke, in dem du etwas manifestierst, was du nicht möchtest, ist hier fehl am Platz. Also richte deine Gedanken auf das aus, was du gerne möchtest. Das, was du möchtest, das Positive, das Gute. Das bringt dich oder hält dich in der 5D-Zeitlinie. Dann kommt der nächste Punkt und der ist auch sehr wichtig und der wird im Alltag so oft falsch gemacht. Das sind die Bewertungen. Ich weiß, wir sprechen wirklich oft über Bewertungen, aber dass sie, wenn du, sobald du jemand bewertest, sagt, der ist gut, der ist schlecht, das reicht ja schon aus oder das es schmeckt mir nicht oder es gibt so viele Beispiele von einer Bewertung. Das Video gefällt mir nicht. Na, so etwas, eine negative Bewertung, die wirft dich sofort aus der 5D-Zeitlinie hinaus und du bist wieder in der alten Zeitlinie verhaftet. Also jede Bewertung hält dich in der aktuellen Angst-Zeitlinie fest. Und das ist ja so gewollt. Die Gesellschaft bewertet ohne Ende. Und du solltest jetzt oder wir sollten uns genau überlegen, wie wir aus diesen Bewertungen hinauskommen, um eben in der fünften Dimension, in dieser Zeitlinie zu sein. Und je mehr wir dies beachten, umso schneller wird alles gehen. Aber solange wir alle hier verhaftet sind in den Bewertungen, geht es nicht voran. Und das betrifft auch die Menschen, die so voller Ungeduld sind. Diese Ungeduld ist auch etwas, was dich aus der falschen Zeitlinie nicht hinauskommen lässt. Jede Ungeduld ist etwas, was dich in der Angstzeitlinie festhält. Dann haben wir den Punkt der Kontrolle. Sobald du bewusst oder unbewusst etwas kontrollierst, bist du in der Angstzeitlinie, bist du nicht in der 5D-Zeitlinie. Das heißt also, Kontrolle ist ja etwas, was den freien Willen einschränkt. Und das passt einfach nicht in die neue Zeit. Das heißt, überlasse die Selbstverantwortung den Menschen, die du kontrollieren möchtest, denn so gibst du ihnen die Freiheit, auch wirklich sie selbst zu sein. Ich weiß, dass das schwierig ist. Wenn du Kinder hast, gibt es natürlich ein gewisses Alter, bis dorthin musst du sie kontrollieren. Das heißt aber da nicht Kontrolle, sondern führen. Ja, und führen. Und in dieser Führung kannst du sie mit den Energien der 5D bekannt machen. Mit der Liebe, mit der Gemeinschaft, mit der Akzeptanz. Sobald du aber erwachsene Menschen kontrollierst, bist du in der Angstmatrix, in der Angstzeitlinie. Und das, was gerade jetzt im Außen passiert, diese Angstmacherei, das hält die Menschen auch in der aktuellen Zeitlinie fest. Vor allem, was du Angst hast, kommst du nicht raus.
Und diese unbewusste Angst, die wir in unseren Zellen tragen, die wird geschürt durch äußere Maßnahmen. Und so möchten sie die Menschen in dieser aktuellen Zeitlinie festhalten. Vor allem vor was du Angst hast. Das ist, ihr wisst ja, Angst ist eigentlich eine Illusion. Es gibt keine Angst. Denn wenn du als selbstbewusster Mensch, als spiritueller Mensch mit deiner Seele verbunden bist, weißt du, dass dein Weg vorgezeichnet ist. Du weißt, dass deine Seele ewig lebt. Vor was hast du Angst? Du brauchst diese Angst nicht zu haben. Und du brauchst auch nicht auf die Angstmacherei hereinzufallen, die hier so im Außen so sehr verstärkt wird. Das ist, dient nur dazu, um uns in der falschen Zeitlinie festzuhalten. Was kann uns jetzt also helfen? Das ist ganz einfach. Ich sage es dir. Deine eigene Seele, sie kann dir helfen, sie hilft uns allen. Unsere Seele hilft uns, denn sie allein kennt den Weg, wie wir in diese 5D-Zeitlinie hineinkommen. Höre auf die Impulse deiner Seele, verbinde dich mit deiner Seele, um den Kontakt so als normal zu empfinden. Das heißt also, sei im alltäglichen Leben ständig mit einem höheren Selbst verbunden. Wir können gerne eine Übung nachher machen, damit ihr seht, wie das geht. Und sobald du mit deinem höheren Selbst immer verbunden bist, wirst du ganz leicht oder leichter in die 5D-Zeitlinie hineinkommen. Es reicht aus. Nur dann, wenn du drinnen bist in dieser Zeitlinie, achte auf deine Gedanken, denn sobald du bewertest, sobald du sagst, das möchte ich nicht, so etwas, sobald du deinen Fokus auf diese Dinge lenkst, die ich dir gerade erzählt habe, fliegst du wieder raus in die alte Angstmatrix-Zeitlinie hinein. Und das ist die innere Arbeit, auf die du achten solltest. Und wir haben schon die kritische Masse erreicht. Wir haben sie schon oder wir hatten sie schon erreicht. Aber durch diese Angstmacherei sind viele aus der Zeitlinie wieder herausgefallen und befinden sich jetzt in der Angstmatrix-Zeitlinie. Und das ist nämlich der Punkt. Und deswegen ist die ständige Arbeit an dir selbst, die Selbstbeobachtung, was denke ich, was tue ich, wie spreche ich, denn auch die Worte, die du sprichst, tragen ja eine Energie. Und wenn du zum Beispiel Worte verwendest, die negativ sind, dann kommst du auch aus der Zeitlinie wieder heraus, also aus der 5D-Zeitlinie heraus und befindest dich wieder in der Angstzeitlinie. Und diese Dinge lege ich euch einfach sehr ans Herz, beachtet sie, richtet euer Leben danach aus, dann braucht ihr nicht laufend hin und her zu springen in den Zeitlinien, sondern ihr seid tatsächlich in der 5D-Zeitlinie, die wir uns ja alle für uns wünschen, die wir ja manifestieren. Also ich möchte damit sagen, es reicht nicht aus, daran zu denken, dass du da dran bist. Es ist natürlich wichtig, dass du dies tust, aber dein Verhalten, deine Aktionen im Leben müssen dem auch entsprechen. Denn wenn deine Aktionen, deine Lebensweise nicht der fünften Dimension entsprechen, dann fällst du wieder zurück in die Angstmatrix. Und das ist ja das Ziel der Gegenseite, die machen ja wirklich alles, dass die Menschen gar nicht mehr rauskommen aus dieser Angstmatrix durch diese vielfältigen Aktionen, die sie sich ständig einfallen lassen. Aber mit diesem Video habe ich dir eine große Hilfe gegeben, dass du darüber nachdenkst, dass du dich jetzt mal selbst reflektierst, was kann ich tun, wie kann ich an mir arbeiten. Ein Beispiel, wie kann ich an mir arbeiten, ist zu meditieren, Channelings anzuhören, Frequenzmusik anzuhören oder zu beten, sich Gott zuzuwenden. Das sind alles wichtige Hilfsmittel, die dich dazu bringen, in die fünfte Dimension ganz einfach hineinzukommen. Und so werde ich dich nun einladen, zum Beispiel auch eine Engelskarte jeden Tag zu ziehen. Wir haben auf unserer Webseite eine kostenlose Möglichkeit, wo du jeden Tag mal drauf gehst und deine Engelskarte ziehst und diese Botschaft, die dann kommt von diesem Engel, die weist vielleicht auch darauf hin, was jetzt für dich wichtig ist, was du nochmal überdenken solltest, denn das bringt dich dann in die Schwingung der fünften Dimension hinein. Oder du machst den kostenlosen Resonanztest, da siehst du dann auch, welche Resonanz trägst du gerade in dir, um festzustellen, was dir fehlt.
oder was du gerade anziehst. All dies sind Hilfsmittel, die wir euch schenken, die du einfach so nutzen kannst, um eben leichter in dieser Schwingung zu sein. Und auch wenn du dann dies alles so für dich geklärt hast, du ziehst jeden Tag deine Tageskarte, deine Engelskarte, bist in der Schwingung, weißt, was gerade für Energien für dich da sind, dann solltest du dringend noch an deinem Potenzial arbeiten. Du solltest schauen, dass du dein höchstes Potenzial nutzen kannst. Und alle, die sich zu diesem Webinar angemeldet haben, sind dabei. Die bekommen von mir eine wundervolle Unterstützung, um kraftvoll das nächste Jahr zu gestalten, um mit ihrem ganzen Potenzial durch diese Zeit hindurchzugehen und in die 5D-Zeitlinie hineinzukommen. Das ist das Ziel von uns allen. Und so lade ich euch jetzt ein zu einer Meditation, in der wir uns intensiv mit unserer Seele verbinden, um ja die Zeitlinie der fünften Dimension zu erreichen und mit all diesen Dingen, die ihr gerade von mir gehört habt, dann auch in dieser Zeitlinie bleiben zu können. So, ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und lasst euch einfach fallen. Ich werde jetzt die Meditation sprechen. Danach wird die Musik noch spielen, sodass ihr länger noch in der Frequenzschwingung bleiben könnt. Und verabschiede mich jetzt schon von euch. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solche wichtige Hinweise von mir haben möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr meinen Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr von YouTube sofort daran erinnert, wenn ich ein neues Video poste. Also, und jetzt fangen wir an. Liebe Herzensmenschen, liebe wundervolle Menschen der Erde, ich darf euch begrüßen mit dem Segen des Lichtes der fünften Dimension. Ich darf jeden Einzelnen begrüßen und einladen, diese Meditation mit mir zusammen zu machen. Und so bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen, um in die Schwingung der Liebe hineinzugleiten, sanft wie eine Feder im Wind, dich tragen zu lassen und neugierig wie ein kleines Kind führen zu lassen in die Schwingungen der Liebe, in die Schwingungen deiner Seele. Und so nimm noch einen tiefen Atemzug und spüre, wie dich deine Seele jetzt trägt in das Feld der fünften Dimension, in die Zeitlinie, die uns ins Erwachen führt und die neue Zeit kreiert. Und vielleicht spürst du die Schwingungen dieser wundervollen Energie und fühlst dich leicht und frei. So genieße ein wenig die Energie und lass dich einfach fallen. Lass dich fallen und tragen. Und lass auch die Gedanken kommen und gehen. Denn jetzt ist deine Zeit der Liebe und des Lichtes. Und nun werde dir deiner Seele gewahr, deiner Seele, die mit dir verbunden ist, die immer bei dir ist, die diese große Weisheit trägt, dich zu begleiten, durch dein Leben zu begleiten, zu beschützen und zu führen. Und lege deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf. Und dann öffne dein Kronenchakra und nimm wahr diese große goldene Kugel, die Energie deiner Seele, die jetzt über dein Kronenchakra in deinen Kopf hineinfließt, langsam durch das dritte Auge, durch das Halschakra,
in dein Herz hineinfließt. Vielleicht spürst du einen leichten Druck. Das ist in Ordnung. Und so lass nun diese Energie sich in dir ausdehnen. Dein Kopf fühlt sich an wie in Watte. Du befindest dich in der fünften Dimension eng verbunden mit deiner Seele, mit deinem höheren Selbst. Und nun richte den Fokus auf das, was du gerne möchtest. Lass die Bilder und Visionen entstehen auf das, was du gerne möchtest. Und dann richte den Fokus auf das, wie es ist, wenn du die Menschen so akzeptierst, wie sie sind, wenn du neutral bist und nicht mehr bewertest. Spüre dieses Gefühl der Leichtigkeit und Verbundenheit. Spüre die Einheit der Liebe und des Lichtes. Und spüre den Segen, der zu dir fließt. Dann geh in dein Unterbewusstsein mit deiner Seele hinein und lass all die Kontrolle los. Lass jede Kontrolle los und orientiere dich dem freien Willen. Spüre die Freiheit, welche jetzt in dein Herz hineinfließt und spüre, wie die fünfte Dimension, diese Zeitlinie, sich öffnet und dich einlädt, hier zu sein. Spüre die Kraft all dieser Energien, die sich nun mit dir verbinden, mit deinem höheren Selbst verbinden, und wisse, dass du dies jederzeit erreichen kannst, und wisse, dass du diese Meditation so oft du möchtest wiederholen kannst, um immer wieder dich zu überprüfen, immer wieder in die fünfte Dimension hineinzugehen. Und auch wenn du in der fünften Dimension in dieser wundervollen Zeitlinie bist, tut es dir gut, Licht aufzutanken und dich neu zu orientieren, der Liebe und des Lichtes. Und so lass dich nun tragen von den wundervollen Melodien, von den himmlischen Tönen, und bleibe, solange du möchtest, in dieser Energie. Ich verabschiede mich jetzt von dir und du hast die Möglichkeit, weiterhin in den Tönen der Wirklichkeit der fünften Dimension zu bleiben. In Liebe und Licht, deine Smarana.